Hallo meine Lieben, ja, da bin ich wieder und auch nach der langen Zeit, die ich jetzt hier nicht wirklich online tätig war, habe ich immer noch nichts Besseres zu tun, als euch Bücher in meinen Videos vorzustellen. Also ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass immer noch das Gleiche von mir hier auf meinem Kanal hier sein wird. Und ich hoffe gerade deswegen, dass ihr, also meine Abonnenten, trotz alledem noch dran geblieben seid und euch jetzt mein neues Video antut. Ja, und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, denn ich habe euch natürlich ein Buch mitgebracht, was ich euch gerne nahelegen möchte. Denn es ist für mich persönlich wirklich das Buchhighlight oder eines meiner Buchhighlights 2011. Ja, dieses Jahr hat noch ein paar Monate, aber ich kann echt sagen, dass gerade dieses Buch mich so gefesselt hat, dass ich es euch, ja, ans Herz legen möchte und dass ihr sofort, nachdem ihr dieses Video geguckt habt, wenn noch Zeit dann da ist, in den nächstgelegenen Buchladen schlendert, rennt, rast, wie auch immer, und euch dieses Buch zulegt, denn ihr werdet es wirklich nicht bereuen. Ja, jetzt babbel ich hier schon die ganze Zeit. Jetzt wollt ihr mit Sicherheit auch sehen, was es ist, beziehungsweise ihr habt am Titel wahrscheinlich schon gesehen, was, um welches Buch es sich handelt. Es handelt sich um 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness und Shionen Dowd aus dem Goldmann Verlag. Ja, ich fange jetzt gleich erstmal mit dem Inhalt an. Und mach dann dieses mehr oder weniger Infos zum Buch, wie auch immer man das genau nennen möchte. Ja, zum Inhalt. Also, in diesem Buch lernt man Connor O'Malley kennen. Connor ist, glaube ich, 13. Spielt auch keine große Rolle. Also, wichtig ist, dass er noch zur Schule geht. Ja, Connor hat momentan ein schweres Leben. Er ist sehr allein, sehr einsam, sehr für sich zurückgezogen, ist auch als Person sehr eigenständig, was bedingt dadurch kommt, dass seine Mutter schwer krank ist. Also seine Mutter hat Krebs und ist im Grunde mehr oder weniger ans Bett gefesselt. Also selbst wenn sie, wenn sie wollte, was sie natürlich, also sie möchte natürlich, aber selbst sie kann sich nicht wirklich aufraffen und ihm helfen, weil sie einfach viel zu geschwächt ist von der ganzen, von den ganzen Therapien, die sie und Behandlungen, die sie momentan kriegt. In der Schule ist es nicht anders. Also dort ist Connor auch ein Eigenbrödler, genau, ein Eigenbrödler und ein Einzelgänger, der eigentlich im Grunde mehr oder weniger gehänselt wird, gemobbt wird. Selbst die Schlägerbande hat ihn momentan auf dem Kieker und er wird halt dann auch noch verprügelt und ja, also er hat momentan wirklich kein leichtes Leben. Und wäre das nicht schon genug des Ganzen, so verfolgt Connor auch jede Nacht einen Albtraum, der ihn nicht schlafen lässt. Ja, eines Nachts in seinem Albtraum begegnet er einem Monster. Und eigentlich würde man ja denken, dass Connor jetzt gerade vor diesem Monster Angst hat. Aber komischerweise, ja, sagt er sich, das ist sowieso nur ein Albtraum. Also hier kann mir nichts passieren. Ich wache ja eh gleich wieder auf und bin in meinem Zimmer und dann ist die ganze Sache wieder gut. Also er ist schon so abgebrüht, dass er mittlerweile selbst mit seinen Albträumen schon fertig wird. Ja, das Monster stellt sich ihm als das Leben selbst vor, als die Natur, als die Welt, als ja, als eigentlich alles, als das Leben selbst. Und es sagt ihm, dass es gekommen ist, um ihm zu helfen. Ja, diese Hilfe soll im Grunde so aussehen, also so erklärt es das Monster, dass es ihm drei Geschichten erzählen möchte. Und tja, am Anfang denkt sich Connor natürlich, ja klar, Geschichten, schon cool.
so nach dem Motto. Denkt sich also nichts wirklich dabei und erwartet da auch keine große Hilfe vom Geschichtenerzählen. Jedoch geht es in den Geschichten ja mehr oder weniger um die Wahrheit, um die Wahrheit im Grunde. Und man merkt einfach, dass Connor diese Wahrheit noch nicht wirklich greifen kann, dass er einfach noch nicht wirklich weiß, wie er damit umgehen soll, was ihm da jetzt erzählt wird oder was ihm das Monster erzählt. Und ja, nach diesen drei Geschichten soll Connor dann seine eigene Geschichte erzählen. Und tja, wie diese Geschichte aussieht, worum es überhaupt generell in den Geschichten des Monsters geht, was neben seiner, also neben Connors Traumwelt so alles passiert, denn auch im richtigen Leben hat er es ja, wie gesagt, nicht leicht. Und auch da passiert noch einiges mehr als das, was in der Anfangssituation alles dargestellt wird. Das werdet ihr natürlich erfahren, wenn ihr euch dieses Buch zu Gemüte führt. Tja, zum meiner Sicht, ich kann euch dieses Buch wirklich empfehlen. Es hat mich wirklich so gefesselt, also als Beispiel, dass ich vom Bahnhof bis zu meiner Arbeitsstelle beziehungsweise vom Bahnhof zu mir nach Hause dieses Buch nicht weglegen konnte. Also ich konnte dieses Buch nicht zuklappen. Ich habe sozusagen im Gehen gelesen. Also das ist unglaublich. Das ist mir selten bei einem Buch passiert. Ich wollte unbedingt wissen, wie dieses Buch weitergeht. Und tja, also ich kann dieses Buch momentan oder generell nur in den höchsten Tönen loben. Und ja, es euch wirklich nur empfehlen. Zum Buch selbst. Also mich hat anfangs verwundert, dass hier zwei Autoren auf dem Cover stehen, weil ich es, ja, ich fand es einfach sehr merkwürdig. Es wird aber auch sofort aufgeklärt, denn im Vorwort, was natürlich vor dieser Geschichte überhaupt steht, wird erklärt, dass Shionen Doubt eine Autorin ist, die schon verstorben ist. Sie ist 2007 an Brustkrebs gestorben. Und zu diesem Zeitpunkt war die Geschichte oder war von dieser Geschichte nur das Grundgerüst im Grunde da. Und Patrick Ness wurde gefragt, ob er sich diesem Buch annimmt und dieses Buch im Grunde fertig schreibt. Ich bin glücklich, dass er es getan hat, denn nur durch ihn haben wir es ja, im Grunde jetzt zu verdanken, nur ihm haben wir es im Grunde zu verdanken, dass wir dieses Buch jetzt lesen können. Es gibt auch vor diesem Buch zwei Aufmachungen, also nicht genug, dass es zwei Autoren gibt. Nein, es gibt auch zwei Aufmachungen. Ich habe jetzt hier die Version vom Goldmann Verlag, die eher so, also so steht es zumindest im Internet und so wurde es mir auch von der Verkäuferin erklärt, die ich daraufhin ansprach. Ich habe jetzt hier die Variante für Erwachsene und der CBJ Verlag hat die Variante oder die Ausgabe für Jugendliche gemacht. Ja, einfach mal beim CBJ Verlag auf der Homepage gucken, da könnt ihr euch dann das Cover angucken. Mir persönlich hat auch diese Version mehr zugesagt. Ja, also im Grunde ist das so habe ich mir das dann erklärt, wie bei der Bücherdiebin. Die ist ja auch in zwei verschiedenen Aufmachungen erschienen. Von der Bücherdiebin habe ich persönlich aber das Cover für Jugendliche gewählt. Ja, im Grunde erinnert mich das Buch, und da kann ich Cossi wirklich nur beipflichten, dieses Buch erinnert mich vom, nicht von der Geschichte her, wirklich nicht, aber vom Stil her, vom philosophischen Hintergrund her, sehr an den Kleinen Prinzen. Also da kann ich Cossi wirklich nur beipflichten, das habe ich auch so gesehen. Und ja, ich habe selten so ein, ich bin ein kleiner Fan vom Kleinen Prinzen, haha. Und ich habe selten so ein Buch gefunden, was dem
so ähnlich ist, dass ich es damit im Grunde vergleiche. Also es ist ja kein richtiger Vergleich. Nur die Stimmung, die ich beim Lesen hatte, ist sehr, sehr ähnlich. Dazu kommt auch noch, dass das Buch wunderschön illustriert ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier draus wirklich Bilder zeigen darf. Ich glaube, das darf man gar nicht. Deswegen zeige ich euch nur das hier vorne auf dem Cover, weil das im Grunde das darstellt, was auch im Buch wirklich so, also wie das Buch im Grunde illustriert ist. Also es ist alles in Schwarz-Weiß gehalten. Hier seht ihr das Monster, also den Rücken des Monsters, und da ist das Haus von Connor und seiner Mom. Und ja, im Grunde ist auf ja, alle 10 Seiten oder naja, nicht mal, aber ist immer eine Illustration und auch wirklich passend zu dem, was auf dieser Seite auch passiert, wurden diese Illustrationen gewählt. Ja, wie gesagt, es ist alles in Schwarz-Weiß gehalten, was natürlich diese düstere und ja, mystische oder wie auch immer man das genau beschreiben möchte, diese Atmosphäre einfach noch unterstützt und dieses Buch einfach auch so, ja, so schwer macht, finde ich. Also ich habe selten ein Buch gehabt, was ich zugeschlagen hatte und wo ich erstmal tief durchatmen musste, nachdem ich es gelesen hatte. Ja, ich würde auch sagen, weil ich habe dieses Buch schon einer Freundin empfohlen und sie hat es sich heute gekauft und ihr wurde das Buch mehr oder weniger als Kinderbuch vorgestellt von der Verkäuferin, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn ich denke schon, dass man das einem Kind vorlesen kann. Das ist ja beim kleinen Prinzen genauso, das kann man ja auch Kindern vorlesen. Ich glaube nur, dass Kinder diese Wahrheit und diese Moral von dieser Geschichte noch gar nicht begreifen können. Dass es einfach erst im Jugendlichen und im Erwachsenenalter wirklich dann, ja, dann rauskommt oder dann wirklich klar ist, was diese Geschichte eigentlich ausdrücken möchte. Ja, so viel eigentlich zu meiner Buchvorstellung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gelabert und zu viel geredet, was euch eigentlich nicht interessiert. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Leute, die den kleinen Prinzen mögen, werden dieses Buch genauso mögen. Geht aber nicht dran, dass es exakt von der Story genau das gleiche ist. Also das ist wirklich von der Geschichte her was ganz, ganz anderes. Nur von, wie gesagt, von diesem Gefühl, was ich beim Lesen hatte, ist es sehr, sehr ähnlich. Auch allen anderen, die gerne mal ein Buch lesen wollen, und was eher so, ja, eine Moral hat, einen Hintergrund, was Philosophisches, denen kann ich das empfehlen. Auch Leute, die wunderschön illustrierte Bücher mögen, die werden dieses Buch genauso lieben. Also ich finde einfach, dass dieses Buch für fast jedermann geeignet ist. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es jemanden geben wird, der dieses Buch weglegen wird und sagen wird, das ist überhaupt nichts für mich. Also, lauft los und kauft es euch, wirklich. Oder leiht es euch aus oder wie auch immer. Aber ihr werdet es nicht bereuen. Ja, puh, Schluss aus Ende. Ich habe jetzt genug von diesem Buch gesprochen und genug gelobt und alles. Ich lege euch noch die Rezension von Cossi ans Herz, die Videorezension und auch die Rezension von The Sarah Story und ich glaube auch, dass Sternchen Star eine gemacht hat. Einfach den Titel des Buches bei YouTube in der Suche eingeben, dann wird euch ja was aufgelistet. Darunter werdet ihr auch den Trailer zum Buch finden, den ihr euch auch angucken solltet, falls ihr dieses Buch noch nicht gekauft habt. Wird euch der Trailer vielleicht dazu verleiten, dieses Buch auch noch einzukaufen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag oder je nachdem einen schon wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das Video jetzt angucken werdet. Und ja, ich werde mich jetzt vielleicht ans nächste Buch machen, vielleicht auch nicht, je nachdem, mal schauen, was jetzt noch kommt. Und
dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nochmal doppelt gemoppelt. Aber egal, auf Wiedersehen. Tschüss.